Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Das ist das zweite Video zum Whistleblowing. Im letzten Video hatte ich erklärt, wie die Rechtsgrundlage aussieht, also die EU-Whistleblower-Richtlinie aus dem Jahr 2017. In dem Video soll es, wie versprochen, um die Sicht des Hinweisgebers gehen. Ausgangspunkt ist erstmal die Feststellung, dass es eine Reihe von Psychopathen in der Bevölkerung gibt. Durchschnittlich 3% wird vermutet und in Unternehmen ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch. Allerdings bei Führungskräften ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir uns mit Hinweisgebern und internem Whistleblowing befassen. Warum? Naja, also Menschen, die spezifische Charakterzüge aufweisen, wie zum Beispiel sie sind individuell erfolgreich, sie sind vielfach in leitenden Positionen tätig, sie sind hochgradig egoistisch, skrupellos, manipulativ und empathielos. Solche Personen neigen in besonderem Maße zu wirtschaftskriminellen Handlungen. Und sie sind vermutlich Vorgesetzte. Jedenfalls haben sie aber großen Einfluss im Unternehmen. Whistleblower kriegen mit, was läuft. Sie sind da nahe dran als Untergebene oder als Kollegen. Aber sie werden sich vielleicht nicht mit den Tätern anlegen wollen. Und die Hinweisgeberschutzrichtlinie will hier etwas ändern. Aber schauen wir uns jetzt erstmal das Thema aus der Sicht des Whistleblowers an, der etwas wahrnimmt. Der Whistleblower hat im Grunde genommen zwei wesentliche Gesichtspunkte, die ein Stück weit, in denen er ausgesetzt ist. Das eine ist das Machtgefälle und das andere ein entstehender Loyalitätskonflikt. Was meine ich mit Machtgefälle? Whistleblower sind typischerweise eben Untergebene, jedenfalls nicht wirklich Verantwortliche. Und sie wollen sich an Gesetze halten und sehen, dass zum Beispiel Compliance-Richtlinien nicht eingehalten werden oder sie nehmen unethisches Verhalten wahr. So. Sie haben aber im Vergleich zu den Vorgesetzten oder der Geschäftsführung wenig Macht, es durchzusetzen. Klar, in der Organisation gibt es Stellen, die besser Regeln durchsetzen können, die Personalabteilung, die Compliance-Abteilung, die Revision, der Vorstand. Und in der Gesellschaft ist die Macht richtig groß. Staatsanwaltschaften, Gerichte, Aufsichtsbehörden. Aber wie kommt die Information über das Fehlverhalten an die Stellen, die es wirklich abstellen können? Indem der Hinweisgeber auf das Problem aufmerksam macht. Und hier stellt sich dann der Loyalitätskonflikt ein. Ist derjenige eher auf der Seite der Gesellschaft, will er, dass Recht und Ordnung durchgreift? Oder will er Kollegen zum Beispiel nicht verpfeifen? Oder fühlt er sich den Vorgesetzten zur Loyalität verpflichtet? Das ist das psychologische Umfeld, in dem Whistleblowing vorkommt. Und das führt natürlich zu Unsicherheit. Also beim ersten Mal ist es ja so, dass man sich die Frage stellen muss, ist das, was ich gesehen habe, ist das eigentlich in Ordnung oder ist das falsch? Klar, Korruption, eindeutig verboten. Aber wo fängt das an? Und wo geht übliche Kundenwerbung, sozial adäquates Verhalten los? Die nächste Frage, die sich der Whistleblower stellt, ist, mache ich mich strafbar? Mache ich mich vielleicht sogar schadensersatzpflichtig? Immerhin, wenn ich mit Straftaten, die aus meinem Unternehmen heraus begangen werden, an die Presse gehe oder wenn ich die Staatsanwaltschaft, Polizei einschalte, dann schade ich ja im ersten Schritt mal meinem Unternehmen. Die nächste Frage ist natürlich auch, will das Unternehmen überhaupt, dass ich was sage? Wie sieht das die Geschäftsführung? Steht die Geschäftsführung vielleicht hinter den Praktiken, die ich wahrgenommen habe? Oder billigen die das überhaupt? Oder vielleicht noch viel wichtiger als die Geschäftsführung? Wie sieht das mein eigener Vorgesetzter?
Diese Unsicherheiten, die werden noch weiter gesteigert durch die Frage, an wen kann oder soll ich mich wenden, wenn ich etwas wahrgenommen habe. Also selbst wenn es eine Hinweisgeberstelle gibt, selbst wenn man weiß, es gibt Compliance oder die Revision, kann ich mich an die direkt wenden oder muss ich meinen Vorgesetzten einschalten? Und dann gibt es natürlich auch ganz praktische Fragen. Wie ist der Ablauf? Was passiert mit meinem Hinweis? Habe ich Nachteile zu befürchten? Und was ist, wenn ich mich irre? Wenn ich jemanden beschuldige, der in Wirklichkeit gar nichts falsch gemacht hat? Die wichtige und zentrale Frage, die sich der potenzielle Whistleblower aber stellt, ist, wer hilft mir eigentlich? Wer unterstützt mich, wenn die kriminellen Elemente tatsächlich versuchen, mit Macht mich mundtot zu machen? Whistleblowing kommt nur dann vor, wenn im Unternehmen eine gewisse positive Kultur etabliert ist. Und da geht es um ein Bekenntnis zu rechtskonformen und ethischem Verhalten. Das muss die Norm sein. Je klarer das ist, desto klarer ist dem Hinweisgeber auch, dass er auf der richtigen Seite steht. Dass nicht er das Zusammenarbeiten und die Kollegialität zerstört, sondern derjenige, der sich über Rechtsnormen hinwegsetzt oder sich unethisch verhält. So, das ist also jetzt die Sicht des potenziellen Hinweisgebers gewesen. Wir sehen, der potenzielle Hinweisgeber muss sich gut überlegen, was er tut und ob das überhaupt gewollt ist, ob es ihm etwas bringt. Aber das ist natürlich nicht die einzige Sicht, die wir einnehmen können. Im nächsten Video geht es um die Sicht des Verdächtigen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal oder gebt ihm ein Like und schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn die Whistleblower-Reihe fortgesetzt wird.